Wir haben in der ersten Lesung heute gehört von den Anfängen der Kirche, dass kurz nach der Auferstehung Jesu diese Kirche sich ausgebreitet hat und einer, der ganz wichtig geworden ist, neben den 12 Aposteln, denen das auch aufgetragen wurde von Jesus, den Glauben zu verkünden, ist Paulus geworden. Und von ihm hören wir heute, von Paulus und Barnabas, wie sie wirken in den Gemeinden. Und es war für sie nicht so einfach, wie man liest oder hört in der Apostelgeschichte, wo berichtet wird, dass sie da irgendwo unterwegs waren. Die Orte sind nicht so wichtig, kann man ruhig nachlesen, Apostelgeschichte 15, wo genau sie waren. Entscheidend ist aber, welche Leute sie dort angetroffen haben. Es waren Menschen, die an Christus geglaubt haben. Daran, dass er Gottes Sohn ist, dass er für uns gestorben ist, von den Toten auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und dass wir alle durch ihn gerettet worden sind. Das glaubten all diese Menschen, zu denen die beiden kamen, Paulus und Barnabas. Und das wurde ihnen auch verkündet. Und doch entsteht Streit. Und der Streit wird so heftig, dass Barnabas und Paulus fliehen müssen eigentlich nach Jerusalem. Also es wird hier nicht so dramatisch beschrieben, aber sie müssen weichen und sich die Bestätigung von den Aposteln holen, dass das, was sie verkünden, obwohl es Anstoß nimmt bei diesen Menschen, denen sie es verkünden, doch die gute, wahre Botschaft vom Evangelium ist. Worum geht's? Die Streitfrage? Um sehr viele Dinge, aber es geht vor allem darum, was es bedeutet, das Gesetz Gottes zu halten. Das ist auch keine andere Frage, die sich jeder Christ früher oder später stellen sollte. Was bedeutet es, dass es in der Bibel so viele Weisungen gibt, dass die Kirche mir auch etwas erzählt, dass es richtig und gut wäre, das zu tun und so zu leben und das zu unterlassen? Was bedeutet das für mich jetzt genau? Was kann ich davon leben und was nicht? Wie soll ich das leben? Und bei ihnen geht es konkret um die Frage der Einhaltung der jüdischen Bräuche, weil einige von den ersten Christen, die meisten, kamen aus dem jüdischen Volk. Sie waren Juden wie Jesus und wie die Apostel, nicht anders. Sie waren fromme Menschen, die sich bemüht haben, die Gesetze, die in der Bibel, die im Alten Testament festgehalten sind, einzuhalten. Dann aber kamen zu dieser Gemeinschaft auch Christen hinzu, die mit dem Judentum nichts zu tun hatten, die diese Bräuche nicht kannten. Und die sprengten diese schöne, geordnete Welt der ersten Judenchristen. Da die Judenchristen immer noch, also die, die vom Judentum kamen, eine starke Gruppe waren, also sehr viele damals, heutzutage sind es echt ganz, 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 ganz wenige, damals war es die Mehrheit, wollten sie es den anderen Christen, die diese jüdischen Bräuche nicht kannten, das aufzwingen, das einzuhalten. Und das fing an bei der Frage der Beschneidung der Männer, bis zu Speisevorschriften und allen anderen Vorschriften, mit denen ein Jude halt zu tun hat. Und Paulus und Barnabas waren der Meinung, dass wir als Christen von Jesus in die Freiheit hinausgeführt worden sind und wir sind nicht verpflichtet, die jüdischen Bräuche einzuhalten, wenn wir nicht aus dem jüdischen Volk stammen. Und das hat er auch verkündet. Er hat gesagt, es reicht die Taufe für eure Errettung. Ihr müsst das Gesetz nicht einhalten. Und das war echt aufregend. So aufregend, dass sie zu den Aposteln gehen mussten, um sich das bestätigen zu lassen. Und wie wir es aus der Apostelgeschichte kennen, an anderen Stellen wird es berichtet, war es für die Apostel auch nicht gleich so klar. Nicht mal der Petrus hat es am Anfang so gesehen. Erst eine Offenbarung von Gott, ein Traum, hat es ihm eröffnet und ihm gezeigt, dass die Christen, die aus anderen Völkern kommen, nicht dazu verpflichtet sind, diese jüdischen Bräuche einzuhalten.
entscheidend ist für das, was ich heute sagen will, aber, dass als Paulus und Barnabas nach Jerusalem kommen, zu den Aposteln, die bestätigen ihnen das, was sie verkünden, geben ihnen einen Brief und schicken noch einige aus der Gemeinde von Jerusalem dort, wo Paulus und Barnabas wirkten, damit sie das bestätigen, dass es von den Aposteln kommt. Es reicht anscheinend ein einfacher Brief nicht aus. So heftig war dieser Streit. Und entscheidend ist, die Apostel, um etwas als wahr zu erweisen, als wichtig, als bedeutend, tun zwei Dinge. Schicken ein Wort und Zeugen. Das ist auch das, wovon Jesus spricht heute im Evangelium. Wenn er dann sagt, dass die mich lieben, die mein Wort festhalten, und wer an mein Wort nicht festhält, der liebt mich nicht. Das sind ziemlich harte Worte. Weil das bedeutet, wenn ich das nicht einhalte, was Jesus als wichtig erachtet hat, und das ist in den Evangelien festgehalten, dann liebe ich Gott nicht. Wie fest ich auch bete, oder was ich auch tue. Weil die Liebe für Jesus und für die Bibel ist nicht so sehr ein Gefühl, sondern eine Tat, eine Entscheidung. Und wenn man vor diesem Anspruch steht, vor dem Wort Gottes, das meistens ziemlich klar ist, aber nicht immer, wenn ich weiß, was ich zu tun und zu unterlassen habe und es doch nicht tue, bin ich dann ein richtiger Christ oder nicht? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Wie wichtig diese Frage ist, zeigt sich auch im ganz säkulären Bereich. Dass diese zwei Dinge zusammengehören, das Wort vernehmen, verstehen, aussprechen, und das Zeugnis des Lebens. Der scheidende Vizekanzler musste es ganz hart an seinem Leben erfahren, dass die Worte, die er öffentlich gesprochen hat, andere waren als seine Taten im Verborgenen. Man kann darüber urteilen, wie man will. Ich will hier nicht politisieren, aber es zeigt ganz deutlich, dass es nicht nur im Glaubensleben eine Bedeutung hat, ob meine Worte mit den Taten, mit dem Zeugnis meines Lebens übereinstimmen oder nicht. Ich möchte euch dazu ermutigen, in der Bibel vor allem die Stellen ernst zu nehmen, die du nicht aushalten kannst. Und es gibt so einige, die aufregend sind. Ich empfehle da die Briefe von Paulus, die sind sehr aufregend zeitweise, wo sie dein und mein Leben wirklich in Frage stellen. Das Wort Jesus, das wir heute gehört haben, wo er klipp und klar sagt, wenn du behauptest, du liebst mich, aber tust nicht das, was ich gesagt habe, dann lügst du eigentlich oder belügst du dich. Warum ich euch das empfehle? Also nicht, um euch das Leben schwer zu machen, weil ich weiß, wie kompliziert das sein kann, dass man zwar etwas weiß, aber vielleicht im Moment nicht fähig ist, das zu erfüllen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt solche Situationen im Leben. Wenn du jemanden im guten Willen geheiratet hast, die Ehe gescheitert ist, mit oder ohne deine Schuld, und jetzt ist sie nicht da. Wie ernst wirst du die Worte Jesu nehmen? Und was bedeuten sie für dich jetzt? Also, ich möchte euch den Spaß an der Nachfolge nicht wegnehmen, sondern euch auf etwas aufmerksam machen. Dass das Wort Gottes vor allem eine ernste Angelegenheit ist.
Und sie ist ernst, nicht weil Gott es ausspricht, weil er so erhaben, allmächtig und groß ist. Es ist nicht groß und bedeutend, dieses Wort, weil es um ein Gesetz gibt, das die Kirche dir vorgibt oder weil es in der Bibel steht. Deswegen ist es nicht bedeutend, sondern weil es um dein Leben geht. Und Gott schenkt dieses Wort dir und mir, damit unser Leben gelingt. Was machst du mit diesem Wort Jesu, wo er so unmissverständlich einiges sagt, wo es vielleicht echt hart ist, das anzuhören? Weil mit den Dingen, die dir leicht fallen, musst du dich nicht beschäftigen. Wenn es funktioniert, super, mach weiter. Aber wenn du merkst, dass deine Nachfolge irgendwo hakt und es nicht passt, wie du lebst, dann kehre um und glaub an das, was Jesus gesagt hat. Das ist das, was wir am Anfang der Fastenzeit bekommen, mit der Asche, die über uns gestreut wird. Kehr um und glaub an das Evangelium. Das ist der Weg für uns Christen. Und ich glaube, das wäre auch nicht schlecht für die Politik, wenn es eine Möglichkeit gäbe, grundsätzlich, dass Menschen, die sich verfehlen öffentlich, auch einen Weg zurück haben können. Es ist, glaube ich, nicht möglich in der Politik zurzeit. Und es geht nicht um den einen Menschen, der jetzt ausgebotet wurde. Ich glaube, es gab gute Gründe dafür. Aber grundsätzlich, die Gesellschaft wäre gut beraten, wenn sie von Jesus lernen würde, der sagt, du kannst umkehren, du kannst es besser. In dir steckt so viel Gutes, bringe es hervor, bringe es zur Schau, damit das Wort, das gehört hast und dein Leben, das du nach diesem Wort ausrichtest, ein Zeugnis für die Liebe Gottes in dieser Welt sind. Es ist ein hoher Anspruch und den wirst weder du noch ich voll erfüllen können. Brauchst dir keinen Stress zu machen. Es geht nur darum, das Ziel abzustecken. Es ist gut, ein Ziel vor Augen zu haben, dass mein Leben in Freiheit vor Gott eigentlich immer ein bisschen anders aussehen kann, als das, wie ich jetzt lebe. Und sei mutig. Sei wirklich mutig in den Entscheidungen, die du mit Gott triffst. Weil das sind die wichtigsten in deinem Leben. Wenn du in deinem Leben ständig neu umkehrst, wirst du ein Leben in Fülle haben. Und du wirst durch das Zeugnis deines Lebens auch die Gesellschaft verändern. Mehr als das die Politiker tun können. Und wenn dich der Herr ruft, in die Politik, geh hin und verändere mit dem Zeugnis deines Lebens, aber nicht mit dem Buch andere erschlagend, sondern mit dem Zeugnis deines Lebens die Gesellschaft. Setze dich so ein, wie du kannst. Und die beste Möglichkeit habt ihr alle jetzt am Sonntag. Also die, die wählen dürfen halt. Geh jetzt zur Wahl. Wenn jemand noch nicht weiß, wen man wählen soll, es gibt so eine Homepage www.valomat.at, kann man ein bisschen checken, wo meine Vorlieben sind und wählt den oder die, wo er denkt, das ist die beste Wahl für uns. Weil man kann über die EU schimpfen. Nicht alles, was die EU macht, ist gut. Aber es gibt auch einiges, was gut ist. Seit es die EU gibt, gibt es in diesen Ländern keinen Krieg. Und das ist das Beste, was es gibt, Friede. Und deswegen lohnt es sich, wählen zu gehen. Dazu möchte ich euch auch ermutigen, ganz zum Abschluss. Aber es geht vor allem darum, dass das Wort, das du hörst, Bedeutung für dich hat, Bedeutung für dein Leben. Und dass, wenn jemand dich anschaut und das Evangelium kennt und da so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was drinnen steht und deinem Leben, kein schlechtes Zeugnis von dir hat, sondern dass du ein gutes Zeugnis gibst. Und dazu bist du fähig, wo du auch in deinem Leben stehst.